Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und wir haben hier ein paar Leute, die wir wegräumen müssen. Da haben wir zwei Leute, die betäubt sind, um die wir uns eigentlich nicht so kümmern müssen, ne? Dann würde ich sagen, versuchen wir uns um die unbetäubte Person zu kümmern. Allerdings ist an die gerade nicht so gut ranzukommen wie an die anderen. Ja, dann kannst du dich einfach mal wiederherstellen. Bei dir ist Wiederherstellen gerade nicht nötig. Du stellst dich hier hin. Du kannst wiederherstellen. Du machst erst einmal nichts und das war's. Läuft doof rum. Was mache ich denn da? Okay, erst einmal benutzen wir hier das Medikit. Ich habe das Medikit an der falschen Stelle verwendet. Toll. Okay, keine Munition mehr. Theoretisch haben wir hier noch eine Rakete, allerdings können wir die nicht benutzen. Arms online. Man kann sie mitnehmen, theoretisch zum Nachladen. Man hat dort das Symbol hier zum Nachladen. Keine Munition im Inventar, aber ich sehe sie. Ach. Obwohl, Moment, das könnte Munition hierfür sein, ne? Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ja, weiter, weiter, weiter. Gut. So, wunderbar, das kostet die ein klein bisschen Dings da, ein klein bisschen Willenskraft. Wenn sie weniger Willenskraft haben, dann kann ich sie besser übernehmen. Ah, der da wird noch ein AP jetzt haben eine Weile, das ist in Ordnung, macht mir keine Angst. Du machst nichts weiter. Du bleibst jetzt hier, du gehst weiter nach vorne. Und falls der hier langkommen wollen sollte, pass mal da auf. Okay, das kann man machen. Muss man nicht unbedingt. Okay, du benutzt ein Wiederherstellen. Eventuell beenden wir das Spiel dann mit einer, also nicht das Spiel, sondern die Runde, damit dass wir den letzten hier übernehmen. Ich meine, er hat nur einen Willenskraftpunkt. So. Du bist jetzt einer von uns. Und kannst dich um den da kümmern, der keiner von uns ist. Wunderbar. Ja, wir haben zwei Verletzte. Einen davon hätten wir vollständig heilen können, was gut wäre, weil wir, gut gewesen wäre, weil wir jetzt ja noch eine andere Mission haben, zu der wir wahrscheinlich sollten. So. Belohnung 56 Tech, 382 Materialien, 90 Nahrung, okay. Zufluchtszeugs eben. Also, ich denke, wir müssen nicht im Detail darauf eingehen. When the mist came, I waited and waited to be activated, but the call never came. I thought I'd been abandoned. I didn't understand how bad things were at Phoenix Point, but without Tobias, I would have died.
People think he's some kind of dictator, and I understand why. He has a vision and the means to realize it. We're not used to that kind of power, but power is exactly what we need in order to win this war. Speaking entirely for myself, an alliance between the Phoenix Project and New Jericho would bring together everything I've ever believed in. Please think about it. Ja, klar, sind der Weg in die Zukunft. Ich meine, wir stehen gut genug da, dass wir uns einschleimen können. Then I'm sure you will accept this little contribution from a former operative. Gut, Junger von Arno, Haltung zu uns minus 5, Zenedrons-Haltung zu uns minus 4, aber 120 Tech, 150 Materialien, die wir gut gebrauchen können, wenn wir jetzt hierhin fliegen. Wo? Okay. Die Manticore kann dorthin gehen und unterstützen. Gefahrenstufe hoch, damit kommen wir klar. Und bearbeiten, so. Du hast noch Platz für einen Flammenwerfer. Wunderbar. Und das war's erst einmal. Du. Ja, die Arme kann ich so nicht einsetzen. Das ist dämlich. Mir gefällt's nicht, was ich mit Adel Baumgartner hier gemacht habe. Ich will die Arme zurückhaben. Kann man die Mutation hier wieder rausnehmen? Ich kann eine andere Mutation reinmachen, aber das will ich ja auch eigentlich nicht. Tja. Nicht unbedingt gut. Okay, dann nimmst du noch ein Geschütz mit? Vielleicht? Ne, was du noch brauchst, sind Medikits hier. Du hast ja trotzdem noch die Fähigkeiten zum Heilen. Du musst jetzt bloß eben dafür tatsächlich arbeiten. Okay, Geschwindigkeit machen wir nicht höher. Willenskraft auch nicht. Ja, wir warten mit dem ganzen Zeug noch ein bisschen. Und so. Ein violetter Pog, wie geht's dir? Soweit ganz gut. Du bekommst noch das Links damit. Mr. Kaputt gebe ich am besten auch mal sowas. Oh. Na, warten wir noch damit. Maximilian Gonzales, du brauchst das nicht. Aber ein zusätzliches Magazin wäre nicht schlecht. Hier haben wir genug Munition. Wir haben ja genug Waffen. Hier sind wir vollgepackt. Du bekommst noch ein bisschen Munition mit. Du brauchst keine weitere Munition, würde ich sagen. Aber hier, ich gebe dir noch eine Granate mit. Du wirst schon irgendwas damit anfangen können. Imran Gonzales, du... Ja, bekommst ein Nebelabwehr-Kit. Und noch irgendwas? Ich denke nicht. Hat Mr. Kaputt eigentlich... Mr. Kaputt hat keine... Dingsda-Kanone. Vielleicht die Türkanone austauschen durch eine... Yomun-Garde? Ist wahrscheinlich besser. Und dafür gebe ich dann auch ein bisschen Stärke aus noch. Ein bisschen Phoenix-FP aus, damit die Stärke... Da ist. Okay, und los geht's. Okay, bisher sehe ich einen Chiron als bedrohlichstes. Sicherheitshalber habe ich ja die Yomun-Garde mit bei. Das heißt, selbst wenn eine Skyla hier ist, sollten wir einigermaßen klarkommen. Bisher sieht es nicht aus, als hätten wir große Skyla-Probleme. Okay, du holst mal bitte den da ab. Das ist ein Ghoul mit einem Virusgewehr. Nicht das Schlimmste, auch nicht das Schönste.
So. Da konnten wir doch schon mal ein bisschen Schaden machen. Mr. Kaputt kann hier gerade nicht wirklich viel Sinnvolles machen. Gonzales allerdings schon. Theoretisch. Praktisch. Bin ich davon nicht so überzeugt. Na. Schon besser. Okay, du gehst hier hin. Und okay, das war nicht ganz wie geplant, aber das ist auch ganz okay. Baumgartner, du gehst hier hin. Platzierst mal das hier. Und gibst ein klein bisschen Deckung. Du gehst... Oh. Gut, wir haben dort zwei Atrons auf dem Haufen. Mr. Kaputt, du gehst mit nach oben. Hoppala, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Die Willenskraftpunkte wollte ich tatsächlich mitnehmen. Ach, wisst ihr was, wir gehen hier hin. Okay, der ist erledigt. War nicht wirklich nötig, die Gegend anzuzünden, aber ich habe auch kein Problem damit. Für ein Virusgewehr hat das ganz schön Wumms. Ist eben ein Scharfschützengewehr. Robigos, das sind Säurewürmer, ne? Werden wir gleich sehen. Alle drei sind gelandet. Warum klackert der denn so? Läuft nicht unbedingt gut für den. Ja, ich denke nicht, dass ich dir jetzt noch helfen kann. Ich könnte den Wurm hier übernehmen. Aber ich kann den Wurm auch einfach niederschlagen. Auch wenn ich zwei Schläge dafür brauche. So, der wird niedergeschlagen. Oh, das gab Schaden am Raven, nicht so schön. Und noch mehr Schaden am Raven. Nicht ausreichend. Du platzierst mal bitte hier ein Geschütz. Das funktioniert leider nicht so gut. So, du benutzt mal die Fernsteuerung für das hier. Dann bekommen wir in diesem Zug schon mal einen Schuss. Okay, wir sind... naja, immerhin den Geschützarm losgeworden.
Gut, du läufst mal hier hin und schreist. Ich bin nicht sicher, ob ich den Chiron mit erwische. Nee, erwische ich nicht, aber ich dürfte auch die Leute da drinnen erwischen noch. Den Atron nicht, okay. Das hier ist nur ein Schildträger, ne? Ne, ein Wüstling. Unangenehm. Aber okay. Check this out. So. I'm here. Das ist doch schön. Let me see. Und direkt nochmal. Mit dem panzerbrechenden Gewehr ist das auch kein Problem. Und das war's. Okay, der läuft lieber statt anzugreifen. Der schlägt einmal zu, ist in Ordnung. Der hätte nicht mehr angreifen können gerade. Und der wirft gleich nochmal Würmer. Da kommen sie. So, Mr. Kaputt, du... läufst mal hier hin. Dann läufst du hier hin. Und haust drauf. Wunderbar. Den haben wir schön flankiert. Ja, bloß leider willst du ja nichts machen in deinem Zug. Und nochmal. So, das war der. Du läufst mal hier hin. Und wir übernehmen den hier. Sehr schön. Für ein paar Runden können wir den halten ohne Probleme. Dann gehst du bitte hier hin. Und hämmerst den Wurm nieder. Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Irgendwie nahm ich an, wir hätten da noch mehr Möglichkeiten. Okay, du kannst nochmal rumschreien. Du gehst nach vorne. Den Säurewurm gegen den anderen Säurewurm einzusetzen, wäre jetzt sicher nicht so sinnvoll. Nicht ideal. Wenn ich hier sprinten würde, hätte ich auch nicht genug Punkte, um da noch was zu machen. Wenn ich hier sprinten würde, ebenfalls nicht. Das ist nicht gut. Tja, dann werden wir da ein klein bisschen Säure abbekommen. Autsch. Zum Glück sind wir direkt an einem Fluchtpunkt. Wenn man Säure abbekommen hat, ist das wahrscheinlich das Sinnvollste. Gar nicht erst abwarten, bis die Rüstung weg ist.
Wunderbar. Ach, da sind ja nur 20 Säure. Die halten wir aus. So, und zack. Und zack. Gut, du gehst hier hin und bist zu weit weg. Okay, Moment, wir erschießen den Wurm einfach. Klingt fast, als würde meinen Wellensittichen meine Strategie nicht gefallen. Oh Gott, das war dämlich. Au. Okay, kein Problem. Alles ist gut. Ja, das ist nicht so das Sinnvollste. Hallo. So, das war das. Und wir gehen hier hin. So, du schreist mal wieder. Und gehst hier runter. Im nächsten Zug kannst du dann mit der Lanze dort draufhauen. Und Mr. Kaputt kommt auch nach vorne, um auch raufzuhauen, falls es sich ergibt. Sehr schön. Und noch einen Schritt nach vorne laufen. Und das war's. Da kommen die neuen Würmer. Okay. Du gehst hier hin und erledigst den Dings da jetzt endlich mal. Okay, direkt erledigt ist er damit noch nicht, aber verwirrt reicht schon mal. Let's do this. So, wunderbar. Das bringt nicht ganz so viel. Also quasi gar nichts. Aber was soll's. Den würden wir eh nicht bis nach vorne bringen. So, und... Na, noch ein Stück nach vorne. Und du kannst direkt auf den schießen? Na, dann mach das einfach mal. Vielleicht kriegen wir den ja down, bevor er nochmal Würmer schickt. Ich glaube, mein Scharfschütze kann noch. Moment mal, das Geschütz kann noch. Autsch. War eine doofe Idee, ich habe mich selbst getroffen. Aber okay, wir sind damit, damit durch, das ist gut. Du läufst noch hier hin. Und hämmerst. Größerer Hammer. So, erledigt. Sehr schön. Okay, wir haben eine Verletzung, aber alles in allem war das ganz gut. Gut, wir haben plus 10 bei Neu Jericho, plus 19 bei der Zuflucht, minus 7 bei den Jüngern, minus 15 bei Sinedrion, 94 Tech, 638 Materialien, 150 Nahrung und wir haben ein Pandora-Nest gefunden. Toll. Consider the individual human being. So much processing capacity, so much knowledge.
all wrapped up in flesh and bone. Unique, inviolate, impossible to duplicate. We are remarkable, are we not? That is the source of our power, and of my current headache. I need access to a specific individual. Only this individual has the knowledge and abilities I need. His name is Ravi Chowdhury, a former computer technician at Pokhran 3. My records tell me that he used to work with members of your organization a long time ago. Perhaps you could retrieve him for me. Wir können's versuchen. Excellent. I'm transmitting his coordinates as we speak. Ja, Nest, wir wollten natürlich eine Zitadelle finden. Naja, vielleicht demnächst. Okay, dann beende ich hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.